Ich habe mir einen Rando-Run mit dem normalen Charakter verdient. Und wenn ich den Run schaffe mit dem Charakter, dann sollte ich endlich Five Nights at Mummies oder was auch immer das war, bekommen, das Achievement. Was ich irgendwie immer noch nicht bekommen habe. Oh nein! Oh, warte, bekommt Blue Baby inzwischen immer blaue Fliegen aus dem Haufen raus? Oder war das gerade Zufall? Okay, wir haben Blue Baby. Ich würde sagen, wir versuchen einen möglichst einfachen. Ja? Okay. Warte, ist das eine Sache, die gebufft, die gepatcht wurde oder was man freischaltet? Ich glaube, ich bin damit nur noch sehr dunkel vertraut. Halt euch fern, ich habe Fliegen-Items. Oh mein fucking Gott. Gepatcht? Okay. Endlich jetzt den Grund, Poop einzusetzen. Ich meine, auch davor war es nicht. Auch davor hat er sich geschadet, Poop einzusetzen. Dem einen Run habe ich es nur nicht eingesetzt, weil ich zu hasch wollte. Ich meine, Zeit und verschwenden wollte, die ganze Zeit Haufen aufzuschießen. Ich brauche nur noch 36 Achievements für Dead God und 21 davon sind allein Tainted Blue Baby, Tainted Lazarus und Tainted Jacob. Warte, warum Tainted Blue Baby? Tainted Blue Baby kann halt keine Bomben regulär einsetzen, ansonsten kannst du auch einfach normal mit Tainted Blue Baby spielen. Warum macht der Tainted Blue Baby so viele Probleme? Das war fies. Tainted Blue Baby ist doch eher einer der machbareren Tainted Charaktere. Langweiligster Charakter? Nein, das auch nicht. Die Community hat abgestimmt und sie meinten, dass Lazarus der langweiligste Charakter ist. Ich erinnere mich noch daran. Wo ich da meinte, was? Nein, ich fand Lazarus eigentlich immer ganz okay. Ich meinte alle, nein, Lazarus ist so langweilig, ich schlafe gleich ein, wenn ich den spiele. Eine Wiederbelebung, die Damage-Bonus gibt. Schnarch. Tainted Blue Baby finde ich schrecklich, sogar Lazarus macht mehr Spaß. Ha. Huh. Tainted Blue Baby immer okay. Ich meine, es ist nicht mein Lieblingscharakter, aber ja. Ich finde Kane immer langweilig. Ja, der normale Kane ist. Na, wobei Kane hat, glaube ich, inzwischen wieder die positiven Pillen, oder? Au! Ich würde sagen, mit denen ist Kane wieder. Die hat er doch inzwischen wieder. Mit denen ist er okay. Ich glaube, mein Pick für den langweiligsten Charakter wäre Judas gewesen. Judas war früher cool, als er garantierte Devil Deals hatte mit dem Buch, aber heutzutage hat er irgendwie nichts mehr zu bieten. Hm. Versuchen wir einfach Blue Baby zu machen. Einfach für das Achievement versuchen wir, einen einfachen Run an den Tag zu legen, okay? Blue Baby gegen Blue Baby. Was haltet ihr davon? Der Kampf der blauen Babys. Shot Speed Up. Aber bekomme ich aus allen Haufen, die ich aufschieße, Fliegen raus? Das ist ganz cool. Von Tainted Guys ist Tainted Blue Baby der langweiligste. Kann sein. Ich habe ja gesagt gerade. Ich habe sie gerade gar nicht alle im Kopf. Ich habe das Gefühl, dass Tainted Azazel auch nicht allzu viel macht. Yo. Die Mongolen greifen an.
Und dieses Mal bin ich vollkommen einverstanden damit. Oh ja, Tented Apollyon ist super. Ja, der ist ziemlich belanglos. Sag ich nicht nur, weil der Run, den ich vorhin mit ihm hatte, absolut erbärmlich schwach war. Aber auch aus Prinzip. Wobei ich sagen muss, im letzten Run, ich hatte ein paar gute Dodgings an den Tag gelegt. Weil ich euch das mit Tastatur auch hinbekommen hätte. Ich habe das Gefühl, mein Dodging wurde mit dem Controller ein bisschen besser. Ist natürlich wahrscheinlich zum größten Teil Einbildung, aber ist ja auch eine Bildung. Wenn wir jetzt noch einen anderen coolen Begleiter bekommen, dann kann das mit dem Mongo Baby wirklich eine gute Sache sein. Petrified Poop wäre natürlich auch ein absoluter Run-Retter. Isaac Gaming? Fragezeichen wild. Nein, das ist Blue Baby. Also ein Paradox. 48 Monate, 4 Jahre. Resub, wie lieben Dank. Frau von Mathe sagt mir, dass jetzt 2 Jahre sind. Ja, kommt in etwa hin. Kommt in etwa hin. Das ist 3 Fragezeichen, um genau zu sein. Das stimmt. Das stimmt. White Fox Blackie, 27 Monate. Resub, wie lieben Dank. Wildes Shit-Baby-Gaming. Sag mal, redest du jetzt von mir oder... von wem redest du in dem Fall? Ach, komm schon. Welcher der 3 Freizeichen ist der? Das zweite. Das erste ist Edmund höchstpersönlich. Ich glaube, Blue Baby war sein Username auf Newgrounds oder so. Das heißt, er ist das originale Blue Baby. Woher auch der Spitzname kommt, dass Leute den Charakter überhaupt Blue Baby nennen. Devil Deals mit Blue Baby. Die wurden günstiger gepatcht, richtig? Erinnere ich mich da richtig? Denn wenn ich mich richtig erinnere. Ja, yeah, dann schauen wir rein. Oh. Was ist ein Devil Deal? Was ein Devil Deal. Ne, cool. Gehen wir weiter. Ich mag den Bloody Puppy Emote. Gibt es Situationen, in denen man Bloody Puppy tatsächlich mitnehmen will? Oder ist das auch wirklich so ein besser nicht Item? Hallo Angel in der nächsten Ebene. Na, wir haben 16-16 Chance, also. Ich hätte auch nichts gegen Angel Deal. Nein, Bloody Puppy will man nicht mitnehmen. Yeah, okay. Vielleicht bei Nordleaf. Ja. Aber auch da ist dann. Ja. Ja, das. Ich habe das Gefühl, es ist noch dümmer als Bob's Brain. Schauen wir mal in den Shop rein. Für das. Und das. Meine Freunde. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass wir in einer Gesellschaft leben?
Ist euch das schon mal aufgefallen? Au. Ich hasse Bob's Brain. Ja, aber ich meine, ja, Bob's Brain ist ungünstiger. Bob's Brain hat, das Füße hat mehr Vorteile als der Bloody Puppy. Shit, nicht dein Ernst, doch. Der längste Larry aller Zeiten. Schau euch die Segmente an. Mein Gott. Ehrfürchtig starre ich in seine Augen. Das Spiel könnte übrigens wirklich langsam mal Petrified Poop rausrücken. Ich habe das Gefühl, ich habe genug Haufen dafür aufgemacht. Also ich glaube, ich muss einmal den Raum verlassen, damit ich aus den Haufen, die Larry gelegt hat, auch was rausbekommen kann. Wenn mich nicht alles täuscht. Na Gott. So weit, so gut. Schon. Das Trinket. Das gute Trinket. Nein. Sehr viele rote Herzen. Unerwartet viele. So, wo ist eigentlich der Goldraum? Hat jemand den Goldraum gesehen? Komischer Raum, aber okay. Okay, warum nicht? Ich meine, da waren 13 Cent oder so drin. Ich werde mich darüber nicht beschweren. Bekommt Isaac eigentlich noch Updates? Oder kam inzwischen so eine Meldung von wegen, hey, Isaac ist jetzt übrigens mal wieder fertig, bis wir die nächsten 5 DLCs bringen? Oder sind noch Updates in Planung? Ja, es sind noch Updates in Planung? Ein paar Devil-Items wurden ziemlich stark. Lil Gurdy. Okay. Mongo Baby wird nicht zu Lil Gurdy. Das weiß ich sehr zu schätzen. Na, hauen wir ab. Der Penny. Hier habe ich einen Lucky Penny irgendwo übersehen. Ich meine, es kommen keine DLCs mehr. Ich meine, Updates und DLCs ist ja was anderes und zum Thema, es kommen keine DLCs mehr. Bist du neu bei Isaac? Afterbirth Plus war schon das letzte DLC, deswegen haben sie auch den Modding-Support und sowas gemacht, damit die Fans es selber machen können. Erinnere ich noch daran. nie wieder, es kommen keine DLCs mehr. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass sie in dem Punkt eher ein neues Spiel bringen würden, zugegebenermaßen, weil es sind echt viele DLCs inzwischen, die man braucht, um das volle Spiel zu spielen, aber mal schauen. Ich hoffe ja, dass sie auf jeden Fall keine Ahnung, irgendein Isaac's Sequel bringen werden. Ob ihr es glaubt oder nicht. Weiß jetzt erstmal schwer zu glauben. Der Ventilator? Da vente ich mal ein bisschen, wenn das okay ist für euch. Bei diesem komischen, ich meine, es ist kein Ventilator, ich weiß, aber beim Ventilator, ich mag das Prinzip davon immer, aber irgendwie komme ich damit nie was Cooles hin. Cursed Room? Na, wir gehen weiter. Wurde nicht bei jedem DLC gesagt, dass es das letzte ist? Weiß ich nicht, aber es wurde bei Afterbirth Plus auf jeden Fall gesagt. Ich meine, so viel mehr waren es ansonsten noch nicht.
Ich denke, was super spaßig wäre, wäre, wenn Isaac in der FPS-Richtung gehen würde. Das Gefühl, das ist eine Sache, die super gut funktionieren würde und super spaßig wäre. Ich denke, das ganze, die ganze Isaac-Welt würde sich dafür super gut übertragen lassen. Und es wäre gut genug anders, weil du kannst nicht wirklich einen neuen Isaac-Teil bringen, der irgendwie... In der, wenn er in der gleichen Perspektive sowas ist, dann... Das ist halt, dieses Spiel hat so viel Content, das hatte so viele Jahre Zeit dafür. Das ist halt dann einfach nur eine schlechtere Version von dem Spiel. Isaac FPS-Mod-mäßig, ja. Ich denke, das wäre super spaßig. Mal schauen. Ich meine, sie könnten auch theoretisch mal ein richtiges Super Meat Boy-Sequel bringen. Nicht dieser komische Mobile-Teil, den niemand gespielt hat, weil er absolut grauenhaft aussah. Erinnert ihr euch an Super Meat Boy Forever? Denn ich erinnere mich daran. Wie sieht's mit dem Isaac Open World Abenteuer aus? Oh. Oh. Die Open World kann mir nicht jedes Spiel nehmen. Irgendwann muss Open World auch mal wissen, wann es genug ist. Können wir nicht auch noch Isaac nehmen? Bisschen Koop Survival, Isaac-Abenteuer, Open World. Das wäre es jetzt. Bisschen Ressourcen sammeln, damit man Items craften kann. So, wir hatten den Goldraum noch nicht. Und dann Delirium aus der Open World Boss. Oh ja, ich habe die Batterie freigeschaltet. Au! Warte, macht die Batterie Schaden? Ist das das Gimmick davon? Das finde ich ja überhaupt nicht nett. Weil ich so froh, die Batterie freigeschaltet zu haben. Und dann ist es einfach scheiße. Dann ist es einfach nur scheiße. Isaac's Survival Horror. Ich meine... Oh, ein Isaac Point-and-Click Adventure. Ich meine, das natürlich, hat natürlich nicht ansatzweise den Wiederspielwert und sowas, aber... Ja, diesmal nehme ich die Batterie nicht mit. Aber ich glaube, das könnte auch lustig sein. Vor allem mit der ganzen Spielwelt und dem Humor des Spiels. Ja, das Fragezeichen will ich nicht. Das ist immer scheiße. Warum bin ich hier überhaupt reingegangen? Warum bin ich hier überhaupt rein? Was habe ich erwartet, was ich hier antreffen werde? Außer einen der anstrengendsten Räume überhaupt. Ich denke, wir werden direkt zum Boss gehen. Isaac Card. Dann fängt Isaac an zu sprechen. Aber hat Isaac im shit. Spricht Isaac nicht im The Beast Ending? Oder erinnere ich mich gerade falsch? Ich habe das Video lange nicht mehr angeschaut. Ich glaube, da redet er doch auch. Ja. Yeah. Money equals power. Wir wollen Money equals power mitnehmen, oder? Oder? Wir können nehmen alle drei mit. So, und jetzt können wir regelmäßig auch noch ein paar kleine Begleiter bekommen, wenn ich Schaden nehme.
War eventuell ein bisschen risky, aber das ist okay. Dead Cat als erstes nehmen, wäre ein Fehler gewesen. Da hätten wir direkt schon ein HP verschwendet. Ich denke so, dass ich es geschafft habe, alle drei mitzunehmen, war jetzt gut. Jetzt müssen wir nur noch irgendeinen Begleiter bekommen. Problem ist nur, dass ich blaue Herzen habe, das heißt, ich darf nicht allzu viel Schaden nehmen, aber... Wenn wir erstmal einen Begleiter bekommen, kann er mit Mongo Baby super hilfreich sein. Oh Gott. Okay, die werden nicht mehr aktiviert. Goldraum. Ich mag das Item ehrlich gesagt nicht. Wir nehmen es aber trotzdem mit. Ich bin nicht zwangsweise der größte Fan davon. Dachte, wenn man stirbt, wenn man was aufnimmt und nicht genug Herzen hat. Das war, glaube ich, nur ein Anti-Birth so. Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr ganz, es war auf jeden Fall, oh Gott, in manchen Isaac-Ausführungen und so. Ich glaube, es war im ersten Isaac und in Anti-Birth so. In Rebirth war es dann aber nicht mehr so und hier in Repentance dann auch nicht, meine ich. Bin mir aber auch gerade sehr unsicher. Noch. Der Raum ist eine miese Brise. Großer Gott, was ist überhaupt gerade passiert? Okay, cool. Ist auf jeden Fall irgendwas passiert. Dead Cat gibt ja noch ein Herz. Ja, ja, aber ich weiß schon, was er meint. Das war, manche Version von Isaac war es so, dass auch wenn man Herzen dafür bekommt, dass man dann trotzdem stirbt. Das ist schon nicht ganz unwahr. Ich muss aber ein bisschen aufpassen, denn ich habe gerade echt nicht viel HP. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Wheel of Fortune. Ich denke, das werde ich wegsprengen. Wie sieht es mit Risk of Rain aus? Ich habe es nie gespielt. Ich glaube, ich habe es mir mal gekauft. Ich bin mir nicht mehr sicher. Lass mich nachschauen. Habe ich Risk of Rain mal gekauft? Ich habe Risk of Rain. So, wann habe ich denn das? Was war ein Risk of Rain? War das dieser Koop-Shooter, Roguelike-Dingens? Das ist nämlich nur 91 MB groß. Auch Risk of Rain 2? Nein, das ist Teil 1. Teil 1 war wahrscheinlich gratis irgendwo mal dabei. Aber ja, Risk of Rain 2 wollte ich an sich mal reinschauen, aber dann gehört das irgendwie auch mehr auf Koop ausgelegt. Und dann dachte ich mir, ja, nee. Nee, wahrscheinlich nicht das optimale Roguelite für mich. Ich hab's mir damals geholt, 3 Euro als Teil 1. Wollt spielen, aber sobald die Early Access vorbei ist, total verdrängt. Jetzt kommt eine Art Remaster vom ersten Teil raus mit neuen Inhalten. Risk of Rain ist 2D und Risk of Rain 3 ist, Risk of Rain 2 ist 3D. Ja, Teil 2 ist der, von dem ich ein bisschen was gesehen habe. Ich hab's nie, selber gespielt. Soll ich irgendwann mal wahrscheinlich nachholen. Aber wie ist das Spiel im Singleplayer? Was würdet ihr sagen? Ist es überhaupt sinnvoll als Singleplayer-Erfahrung? Au. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch ein zweites Soul Heart, ehrlich gesagt. Komme ich hier jetzt am besten raus?
Oh Gott. Ja, so viel zum Thema zweites Soul Heart. Secret Room, bist du zufälligerweise? Nö, hier ist er nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Secret Room hier ist. Hier links vielleicht? Nö. Ist schon mal scheiße genutzt. Ja. Kann hier ein Secret Room sein? Nein. Oh, fuck. Für Neuigkeit, wer kämpft gegen Bloat? Scheiße, Blood! Oh mein Gott, das Item. Astral Protection. Hat mich gerettet. Das hat mich gerettet. Joker. Wie stehen wir zu Pound of Flesh? Wahrscheinlich eher schlecht, weil wir nicht mehr wirklich weil wir nicht mehr wirklich viele Devil Deals bekommen werden. Ist sinnvoll, ist halt so ein Isaac-Ding. Alleine musst du deine Items nicht teilen und kannst selber sehr schnell viel stärker werden. Oh, okay. Wenn bisher alle Roguelites, die ich gespielt hatte, mit Multiplayer, Ausnahme bei hier Isaac, sind mehr auf Multiplayer ausgelegt anstatt Singleplayer. Hm. Besser mit Messer. Ja, yeah, besser mit Messer. Yes! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist noch passiert. Moment, nein, 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 wir wollen das mitnehmen. Oh yes. So, jetzt wollen wir Poop natürlich einsetzen. Was haben wir hier? Na, ist mir glaube ich nicht wert. Oh, fuck. Das ist auch ein komischer Raum. Irgendwie. Ein Damage-Output könnte halt auch mal wieder ein bisschen besser sein aktuell. Und Petrified Poop scheint auch nicht viel zu bringen. Oh, fuck. Weißt du, wie lebe ich überhaupt noch? Ja, sag mal. Ach, gar nicht. Okay. Das war das Rätsels Lösung. Ich habe gar nicht mehr gelebt. Ich weiß nicht genau, warum ich Blue Baby immer so schwierig finde. Eigentlich sollte es ja nicht so wild sein, dass man nur auf Soul Hearts gehen kann, aber irgendwie... Na dann wiederum, es war für eine Zeit lang nicht so schlimm, aber jetzt in Repentance ist es eigentlich schon wieder sehr hart scheiße. Das war unnötig, riskant. Okay, generell sind also meine Leute, also Risk of Rain 2 funktioniert im Singleplayer gut. Habe ich gelernt. Das Gefühl, den besten Schaden teile ich mit meinem, mit meiner Aura aus. Apropos, gestern Abend... Ich habe ein bisschen Final Fantasy VII Crisis Core auf meiner PlayStation Portable gespielt. Und, ist hier was? Yes.
Und dann, ich habe es nicht so angespielt und dann dachte ich für kurze Zeit, dass ich wieder die gute alte Aura sehen kann. Da war so ein Fleck in meinem Sichtfeld, aber einfach nur ein Lichtschatten, wie sich herausgestellt hat. Aber jedes Mal, wenn das vorkommt, denke ich mir immer, ah, fuck, ist wieder so weit. Jedes Mal. Mein Equus Power ist aktuell auch sehr mächtig für mich. Warum ich das Remaster? Okay, pass auf. Das Remaster ist viel zu teuer für das, was es ist. Fangen wir damit an. Ich gehe in den Cursed Room rein. Ich werde nicht fucking 60 Euro für ein PSP-Spiel zahlen, das damals 40 gekostet hat. Vor 16 Jahren oder so. Fangen wir mal damit an. Zum anderen, ich will es an sich nicht. Ich würde es an sich auch nicht spielen. Das ist halt einfach, ich will ein Video über die PSP machen. Dafür ein paar Shit-Spiele spielen. Ich wünschte, ich hätte keinen Lockdown gerade eben bekommen. Ich wünschte, gerade eben hätte ich keinen Lockdown bekommen. Ace of Spades. Aber ernsthaft, das Remaster, das ist so fucking lächerlich teuer für das, was es ist. Ich dachte zuerst, dass es ein Remake ist, dann dachte ich mir, ja, yeah, okay, wird wohl seinen Zweck erfüllen, aber ein Remaster von einem PSP-Spiel? Das ist halt absolut lächerlich. Ich bin auch fast tot. Das ist ebenfalls relativ lächerlich. Nichts für mich. So, ich will auf jeden Fall noch in den Shop rein. Wenn wir den irgendwo finden können. Das Einzige, was mir halbwegs aktiviert, die Bibel und ich kann fliegen. Okay. Und ich bekomme Seraphim. Vielleicht will ich das gegen Mom/Mom's Heart einsetzen. Sieht eigentlich schon viel besser aus als Remaster. Ach was, wirklich? Ich muss mir sagen, Spiele sehen in HD besser aus als in der 210 Pixel-Auflösung. Ich frage mich, ob es besser aussieht, als wenn man es einfach über PSP-Emulator spielen würde. Arcade? Nee, hier ist nichts Interessantes für mich. Ich könnte eine Bombe nutzen, aber ich will die Bombe lieber für Secret Rooms einsetzen. Starter Deck ist gut. Two of Spades. Ich weiß nicht, warum das Spiel gerade mir so dringend Schlüssel andrehen will, aber mein Gott, will es mir die dringend andrehen. Queen of Hearts. Ja. Spielt sich auch viel besser. Dann habe ich viele Zweifel, denn das Spiel wurde für die PSP entwickelt. Das spielt sich auch nicht schlecht auf der PSP. Das Kampfsystem ein bisschen überarbeitet. Mann, ja. Bestimmt nett, keine Ahnung. Ja, trotzdem kein 40-Euro-Spiel von vor 20 Jahren für Vollpreis kaufen. Das ist absolut lächerlich. Vor allem damals war das Spiel wenigstens neu. Heutzutage ist es nicht mal neu. Es ist einfach nur ein altes Spiel. Für viel mehr, als es damals gekostet hat, als es neu war. Das ist absolut lächerlich. So. Ja, wir nehmen Polaroid mit. Was überlege ich überhaupt? Darkroom läuft immer scheiße. Stark. Das ist ein starker kleiner Mann, den wir hier bekommen haben. Und ich habe Queen of Hearts. Ich habe Queen of Hearts. Es ist echt cool, das Spiel. Wenn es im Sale ist, kannst du es dir angucken. Aber ich habe es auf der PSP. Warum darf ich die PSP-Version nicht spielen?
Lucky Penny, dankeschön. Ich suche nach dem XL-Raum, okay? Soul of the Lost. Soul of the Lost wäre natürlich für den Devil-Deal super cool. Ich suche nach dem XL-Raum, bevor ich Queen of Hearts einsetze. Wenn ich einen hab, dann, der Raum war insane für Money equals Power. Ich weiß nicht. 65 Cent sind okay, aber wir könnten mehr sein. Übrigens, dieser Run wäre super tot ohne Money equals Power. So am Rande, fällt mir gerade auf. Na, ich will trotzdem noch auf XL-Raum gehen. Ich traue dem Ganzen immer noch nicht so ganz. Darkbomb, dankeschön. Man, hier muss doch irgendwo ein XL-Raum sein. Hier sehen wir irgendwo ein XL-Raum. Hauptsächlich dann, wenn man gerade keinen haben will. Ich meine, jetzt, wo ich einen haben will, wird wahrscheinlich keiner auftauchen, aber... Das wird sich noch zeigen. Ich habe wenigstens gute Geschwindigkeit für diesen Raum. Herz? Nein? Okay. Oh Gott. Was soll das denn jetzt? Dankeschön, dass ich leben darf. Komm schon, Dark Bomb, Auszahlung. Chariot. Chariot ist auch nicht schlecht. Oh, es sind 1 bis 20 Herzen, unabhängig vom Raum? Okay. Ich dachte, es wäre ähnlich wie mit, ihr wisst, welche Karte ich meine, die eine, mit der man Raum voll mit Scheiße macht. Was machen wir hier? Oh ja, das ist nicht ganz der Raum voll. Oh, Dark Bomb wird gleich auszahlen. Dankeschön. Dankeschön. Eine Karte. Schwarzes Herz. Rune. Ancient Recall, schwarzes Herz, gute Spinne. War okay. World. Duelläre Devil-Karte. Sun-Karte. Oh, Ancestors deckt auch den ganzen Raum auf. Ja, machen wir die Sun-Karte in einem Raum da drüben. Oh ja, es war die Karte Against Humanity. Das waren 17 Herzen. 17 Herzen ist eine gute Ausbeute. Oh, ich habe keine Bombe. Ich habe gar keine Bombe mehr. Das bringt mir alles gar nichts. Ancestors zeigt auch den Super Secret Room auf. Ja, Ancestors will ich auch mitnehmen. Ist es nicht wert. Ist es wahrscheinlich nicht wert, an dem zu spielen. Ist es sogar sehr wahrscheinlich nicht wert. Ist sogar sehr, so wahrscheinlich nicht wert, dass ich fast von einer Garantie sprechen würde. Außerdem, Lagerfeuer, 22 Monate, resub, vielen, vielen lieben Dank. Oh Gott. Natürlich wurde ich getroffen. Okay. Der doppelte, zweigeteilte Loki. Ich wünschte, ich hätte mehr Luck. Wisst ihr das? Hm.
Das war nicht so gut. Charity und Soul of Lawson würde Sinn machen. Ja, wir sind Stacheln, da würde ich nur Schaden nehmen. Wir sollen nicht durch die Stacheln durchlaufen. Oh mein fucking Gott. Ich habe auch keine Bombe für irgendwas. Oh, ich bin schon wieder fucking tot. Ich bin schon wieder so tot. Und Dark Bomb weigert sich ja auch irgendwas zu droppen, was mir was bringt. Lucky Penny ist natürlich sehr stark. Da kann ich nicht ran, ich habe keine Bombe. Ich hasse die Teile. Genau deswegen. Sehr, da ist auch eine Soul of the Lost. Die werden wir im Idealfall im Devil Deal einsetzen, wenn wir einen bekommen. Dann wird das relativ effizient sein. Nochmal Reroll. Dev-Karte. Okay, warum nicht? Können wir uns direkt den Raum sparen. Den nächsten. Und ich habe zwei Bomben bekommen, sehe ich gerade. Den nächsten Raum kann ich mir damit sparen. Den da. Das heißt, wir können hier mal eben ran. Oh, stark. Nur schön Abstand von ihm halten. Ich glaube, es wurde gefixt. Und inzwischen gibt Dark Bomb nicht mehr nur noch rote Herzen in dem Raum, aber ich will mein Glück nicht herausfordern. Das ist einfach so wenig, was man von ihm bekommt. Das ist unglaublich. Oh nein, da war noch was. Ohne Dark Bomb wäre dieser Run so dermaßen tot. Spreng den Bagger weg. Ja, erhöht unsere Devil die Chance. Nein, warte, ich gehe in den normalen Secret Room. Nein, 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 warte, wir sprengen hier niemanden weg. Nö, 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 nö. Wir können nämlich ein Secret Room Item eventuell bekommen. Ich denke, das wäre potenziell besser. Oh, das ist ein Lucky Penny. White Card copies the effect of the most recently used pill card rune sold irgendwas. Brauchen wir nicht mehr wirklich an dem Punkt. Also, pass auf. Wir gehen jetzt zu... Ist er schon? Das ist Womb 2, ja. Yeah. Okay. Wir gehen jetzt zu It Lives. Dann setze ich meine Devil-Karte ein. Dann hoffe ich, dass ich einen Devil-Deal bekomme. Oh, schau ich die Mengen von Feuer an, die ich inzwischen von mir gebe. Das ist Leben. Und im Devil-Deal... Nein! Okay, wisst ihr was? Ich kann nicht zu sauer darauf sein, denn das ist eigentlich immer noch wirklich gut. Oh ja, ich kann jetzt auch noch fliegen für die restliche Zeit. Pass auf. Wir werden die Wildcard noch mitnehmen. Wir haben keine Verwendung mehr für die Lost-Rune. Die wäre natürlich super gewesen, wenn hier Items gewesen wären, damit sie gratis sind. Aber ich kann jetzt eine zweite Sun-Karte rausholen. Haben wir einen Tinted Rock irgendwo? Moment. Moment. Oder wird mir hier ein Bär aufgebunden? Soweit nichts. Nein, ich sehe keinen. Ich habe Polaroid. Also weiter. Kathedrale. So. Sun-Karte. The Sun. Ach, komm schon.
Er ist natürlich am komplett anderen Ende des Raums. Denn wo auch sonst. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, denn uns steht noch ein weiter Marsch bevor. Im Devil Deal war ein Tinted Rock. Oh, okay. Ja, der war eh zu an dem Punkt. Diese fucking Lokis. Sind schon so ein bisschen nervig. So ein ganz kleines bisschen. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Luck-Ups bekommen. Das würde mein Leben noch ein bisschen erleichtern. Und ich habe wirklich auch nie was bekommen, wovon Mongo Baby profitiert. Judgment. Judgment. Nein. Ja, ich weiß, ich habe die Wildcard jetzt versaut. Ich habe keine Sun-Karte mehr damit, aber was soll's. Was soll's. Vor allem habe ich diese eine Item, mit dem ich eigentlich extra Begleiter bekomme, wenn ich 15 Mal getroffen wurde. Aber ich schätze, ich wurde einfach noch nicht 15 Mal getroffen. Was einfach mal für meine Skills spricht. Okay. Bombe. Yes. Bombe bedeutet, wir können eine Menge Räume skippen. Und damit meine ich zwei. Dafür muss ich stattdessen den machen, der nicht nötig wäre. Also habe ich einen Raum geskippt. Das war kein so effizienter Skip, wie ich zunächst dachte. Kriegen wir ein Feuer, bitte? Coop hat die Wildcard schon versaut. Active zählt auch. Oh, ja, dann ist Wildcard nicht hilfreich. Oh Gott. Dann ist Wildcard nicht sonderlich hilfreich für Blue Baby. Ein halbes rotes Herz. Dann nehmen wir mit. Hanged Man. Kann ja hilfreich sein. Der gute alte Mögi-Skip. Ich meine, technisch gesehen habe ich einen Raum geskippt. Ist weniger als nichts. Nein, ist mehr als nichts. Weniger als nichts ist schwer zu erreichen. Oh mein fucking Gott. Es läuft echt nicht gut gerade. Es läuft wirklich nicht gut. Ich nehme nur Schaden, aber ich bekomme auch keine HP zurück. Lass das mal stecken. Tinted Rock. Wir sind zurück im Spiel. Ich dachte, wir sind zurück im Spiel. So sehr kann man sich täuschen. Will ich? Ich meine, wir können hier Soul Hearts rausbekommen. Ich verliere halt ein bisschen Damage, aber wir gehen bis 80 runter, okay? Du musst? Ja, wahrscheinlich. Dumme Walnuss. Vielleicht gehen wir weiter als 80 runter. Sag ich doch, bis 80 gehen wir runter. Okay. Und dann... Hat nichts gebracht, das ist okay. Kommt jetzt der alte Isaac. Das Gute ist halt, dass ich das Feuer noch hab. Ah, shit, die Engel kommen hier ja auch in dem Kampf. Das ist nicht gut. Hahaha.
Haben die Scheiße gesehen? Ich habe es gesehen. Das war vernünftiger Damage, meine Freunde. Schlecht. Gut, aber... wird zu einer Karte, eine Moon-Karte. Taking Damage Fire is 10 Tiers. Puh. Oh mein Gott! Gib die Kisten her, mein Alter! Rück mal die Kisten raus! Oh mein Gott. Du hast Astral Body schlecht geredet. Ja, habe ich und ich bereue es. Du hast auch noch mehr in dir. Das sehe ich doch. Sehe ich doch direkt. So, drei Schlüsse muss ich auf jeden Fall behalten. Jetzt eine Jera. Okay, dann eben nicht mehr. Die Cap Attack, scheiße. Conjoint. Oh mein Gott, ich hab die beiden Begleiter hier bekommen an der Seite. Seht ihr die? Bumfriend. Cracked Orb. Taking damage. Unlocks all locked doors in the current room. Creates a random room on the map. Destroys all tinted crawl-spaced rocks. Hä? Okay. Und ist der Doktor. Tu doch jetzt nicht so, als ob der gut wäre. Bitte. Ich bitte dich. Kannst du damit zu Mega-Satan? Ich meine, vielleicht, wenn ich in dem Raum Schaden nehmen würde. Da war ich zu gierig. Da war ich direkt zu gierig. Aber ich würde es wieder tun. Heute ist nicht aller Tage. Keine Frage, irgendwas, keine Ahnung. Ey, ich sollte den kleinen Bumfriend das Zeug mal mitnehmen lassen. Denn der kleine Bumfriend kann einen Schlüssel droppen. Und Schlüssel wären höchst hilfreich. Teilweise mache ich gerade guten Schaden. Na danke, Dark Bum. Du hast wenigstens versucht. Ist das Absicht, die roten Kisten nicht aufzumachen? Ja, da können Trollbomben drin sein, die dann den Keybagger wegsprengen. Die roten Kisten mache ich dann auf, wenn ich weiß, dass ich nicht mehr an dem Keybagger spielen werde. Davor ist es doch ein bisschen riskant, würde ich sagen. Bin auch ganz froh, dass ich den roten Kisten so weit überhaupt so lange ausweichen konnte, ehrlich gesagt. Denn ich würde ja schon früher versehentlich reinlaufen. Vor allem ist es sehr wahrscheinlich, dass da eine Bombe drin ist. Das ist das Problem daran. Und die dann irgendwie wegzukicken, das geht nie gut. Das geht nie gut aus. Oh, ich habe überhaupt keine HP mehr, sehe ich gerade. Jemand eine Hydro-Fan-Karte für mich? Wäre ich ein großer Hydro-Fan gerade davon? Der alte Quarter. Sehr schön. Oh Gott. Nein! Aber egal, Herzen. Death. Ich mag die neuen Farben von diesen Champion-Versionen der Gegner. Ich meine, sie sind ganz cool, aber bei manchen Gegnern, wie bei dieser Widow-Variation, wusste ich dann nicht, welchen Gegner ich überhaupt vor mir habe. Das heißt, das war dann eher ungünstig für mich. Chariot will ich übrigens für Blue Baby aufheben.
Shit. Ich muss aufhören, die Münzen mitzunehmen. Oh nö. Oh nö. Sei doch jetzt nicht so. Spider Baby. Da hat man mal eine große Kiste in der Chest und ich habe keine Schlüssel dafür übrig. Oh Gott, ich bin tot, glaube ich. Jetzt bin ich tot. Ich habe die Gegner noch besiegt, alles gut. Läuft nicht gut. Läuft nicht gut. Oh mein Gott. Du bist ein Lebensretter. Ein Lebensretter bist du. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen noch die zwei roten. Was ist da oben für ein Secret Room? Habe ich mit irgendwas so einen Red Room aufgemacht? Oder wäre ein Secret Room, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit habe, mich rüber zu buddeln? Wurden rote Kisten genervt? Rote Kisten waren nie so stark. Ich glaube nicht, dass sie das nötig ist, sie zu nerven. Update? Conjoined. Das ist ein Hierophant, was? Hierophant, Wildcard. Okay, diese beiden rot, also. Ich verstehe es, dass du dich jetzt ein bisschen schämst, dafür gefragt zu haben, ob sie genervt wurden. Oh mein Gott. Das waren so starke zwei rote Kisten, was? Sag Bam damit. Dankeschön. Yes, das ist Achievement. Ihr seht es nicht, aber da ist es. Super Special Rocks. Oh, wir haben jetzt die Super Special Rocks. Oh mein Gott. Die hatte ich davor gar nicht. Puh. Drei Runs in Folge mit drei verschiedenen Charakteren geschafft. Mein Gott.